Hallo liebe Produzenten, mein Name ist Aries Force Beats und weil ihr euch immer so sehr darüber freut und mich auch diesbezüglich ziemlich oft anschreibt, darum habe ich mich nicht lumpen lassen und euch mal eine weitere Seite rausgesucht und zwar beatproduction.net. Auf dieser Seite findet ihr unterschiedliche Kategorien wie zum Beispiel Soundkits. Dort findet ihr, also ich habe noch nicht so viele mir angehört oder getestet, ich muss ganz ehrlich sagen, ihr wisst aber auch anhand meiner Tutorials, ich benutze sowas eigentlich eh nicht, da ich ja eher so ein Fan bin von eigenen Presets und Sounds erstellen. Aber hier so Soundkits in Form von Waves sind auf jeden Fall mal ganz nützlich. Ihr habt auch in meiner Remix-Reihe angefragt, von wegen, wie sieht's aus mit Vocal-Samples. Hier findet ihr ein paar One-Shots und auch ein paar, ja, wie ihr schon seht, Hip-Hop-Vocal-Samples. Dann haben wir Mystic-Sounds. Die habe ich mir zum Beispiel runtergeladen. Die fand ich auch ganz cool. Kann man jetzt für, ja, ich will nicht übertreiben und Filmscore sagen, aber halt für ruhigere Stücke verwenden. So Akai Orchestral Soundfonts haben wir hier. Auf jeden Fall coole Sachen dabei. Das ist auch nicht alles. Hier unten seht ihr, das sage ich jetzt nicht, weil ich euch für dumm halte, sondern weil ich es beim ersten Mal nicht gesehen habe, noch, dass es weitere Seiten gibt. Also klickt euch hier mal durch und wenn ihr keinen Bock mehr auf Soundkits habt, könnt ihr auch in die VSTs rübergehen. Das sind VST-Plugins, sind alle soweit kompatibel. Manche funktionieren auch als Standalone, sind auch als Standalone nutzbar. Und da habt ihr ebenfalls verschiedene Sachen wie Pads, ebenfalls wieder ruhiger, oder Piano, auch Drumkits könnt ihr hier basteln und natürlich dadurch auch selber Presets erstellen, sprich komplett eigene Sounds kreieren. Was auf jeden Fall nicht schlecht ist. Klickt euch mal auf der Seite durch, doch, tut mir einen Gefallen. Videos und Tutorials, lasst da die Finger davon. Wenn ihr was erfahren wollt, bitte bleibt weiterhin mir treu. Ihr wisst, ich versuche immer alle Fragen zu beantworten und in Form von Videos umzusetzen. Bisher hat das immer ganz gut geklappt. Und wenn es weitere Fragen gibt oder sonstige Anregungen, bin ich wie immer gerne dafür offen. Das war's zu diesem kurzen Video. Ich wünsche euch jedenfalls noch einen schönen Abend, einen schönen Tag und tschüss.